Ei, gute, grüß dich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, dass wenn Canon das RF-Bajonett für Fremdhersteller öffnet, welche Objektive wir zu erwarten haben. Viel Spaß bei diesem Video. Grüß dich. Schön, dass du einschaltest. Und herzlich willkommen auf meiner Dachterrasse, beziehungsweise meiner Terrasse. Ich dachte, ich muss mindestens mal ein Video hier machen in dieser Blütenpracht von dem Plauregen. Ich finde, es sieht wunderschön aus. Und ich bin so gerne hier, wenn es blüht. Leider fallen die Blüten schon nach 2-3 Tagen Blütezeit ab. Und, aber ich finde es wie jedes Jahr immer herrlich, wie das hier aussieht. Es wird danach wird's ganz grün sein und wird auch toll aussehen, aber die Blüte ist natürlich wirklich herrlich und ich freue mich jetzt schon auf den Dreck, den ich irgendwann wegmachen darf. Aber die Blüte ist schön, oder? Wie komme ich auf dieses Thema? Und zwar, ich bin ja immer mal so ein bisschen am Sagen, dass der RF-Mount definitiv für Fremdhersteller geöffnet werden muss. Meine Meinung und diese Meinung unterstütze ich nach wie vor, auch wenn ich jetzt mich mal ein bisschen umgeschaut habe und zu einem interessanten Ergebnis gekommen bin. Fangen wir mal von vorne an. Wie komme ich darauf, mich umzuschauen? Ich war letztlich auf dem Auftrag und da war ein Co-Fotograf da, der mit Sony gearbeitet hat. Ich habe mich mit dem dann hinterher unterhalten. Also wir haben uns während der Veranstaltung unterhalten, im Rahmen, wie es ging. Und er meinte dann hinterher, ach komm, lass doch einen trinken gehen, können wir ein bisschen quatschen. Ich so, ja, super Idee, machen wir. Dann sind wir hinterher noch einen trinken gegangen und hatten die Kameras auf dem Tisch liegen. Wir haben mal mit der jeweils anderen gespielt, also er mit Canon und ich mit der Sony von ihm. Und dann sind wir sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass Sony ein ganz cooles System ist, weil Sony hat die meisten Fremdherstellerobjektive. Das ist wirklich, wirklich gut. Und ich merke es auch, er hat viele Objektive dabei gehabt und hat gesagt, er hat jetzt nicht so viel bezahlt, wie er das hätte für Canon bezahlt. Und er hatte überlegt, sich eine Canon zu kaufen, zu wechseln von Sony zu Canon. Den Hack finde ich ziemlich lustig, der hupt da. Hat sich dann aber dagegen entschieden, weil er die Preise von den Objektiven gesehen hat. Und das ist ja auch so mein Ding, was ich sage. Die Preise von den Canon RF-Objektiven, gerade von den Canon RFL-Objektiven, sind sehr, sehr teuer. Und ich habe hier den Beweis schwarz auf weiß. Ich habe dann gedacht, okay, alles klar, man kann sie ja leider nicht vergleichen, weil Canon ja noch kein RF-System freigegeben hat für Fremdhersteller. Das bedeutet, man hat ja eigentlich keine Vergleichspreise und man hat keine Vergleichsobjektive. Und irgendwann kam mir dann der Gedanke, ja, aber Moment mal, Sigma produziert für Sony schon seit Jahren Objektive für den Sony-Mount, für den Sony-E-Mount. Wahrscheinlich würden genau diese Objektive auch von Canon, auch für den Canon-Mount dann zur Verfügung stehen, weil, und das kann ich euch mal bei meinem Sigma Art 50mm 1.4 zeigen für EF, Sigma geht hin und baut hier hinten den Tubus, also den, nicht den Tubus, den Anschluss, das Bajonett aus und baut einen Adapter dran. Sigma macht eigentlich nichts anderes, als diesen Adapter hinten an das Objektiv dran zu flanschen. Jetzt ist natürlich, genau, dann habt ihr so ein Objektiv, quasi, ne? Wahrscheinlich ohne Kontrollring. Dann ist natürlich die Frage, funktioniert das denn besser, wenn ich ein natives Sigma-Objektiv habe, anstelle einem adaptierten Sigma-Objektiv? Und ich kann dann die Worte von meinem Kollegen vom letzten Auftrag wiedergeben. Geht das jetzt hier zu? So. Das tut mir übrigens leid, dass ich keine Kappe drauf habe. Die ist eben gerade verschütt gegangen und ich wollte dieses Video drehen und deswegen, ich suche sie nachher und mache dann das Objektiv sauber. Er meinte, das Sigma-Objektiv mit dem eingebauten Adapter für Sony, also es ist mehr oder weniger genau dasselbe Objektiv, nur mit dem Adapter für Sony dran gebaut und programmiert auf Sony-Kameras, funktioniert besser als ein adaptiertes Sigma-Objektiv mit dem Sigma-Adapter für Sony. Es gibt diesen MC11-Adapter, ist das, glaube ich, oder MC21, nee, MC11 heißt der, glaube ich. Das ist dann EF auf
Sony E-Mount. Gleicht natürlich das Auflagemaß aus und sorgt für den richtigen Anschluss. Und hier hat er gesagt, dass es definitiv besser funktioniert, wenn der Adapter eingebaut ist. Und es ist ja auch im Moment so, dass die Canon-Objektive, die RF-Objektive, L-Objektive, also alle Canon RF-Objektive mit einem Bildstabilisator, werden von der Canon R5 zum Beispiel erkannt und beide Bildstabilisatoren, also der Bildstabilisator im Gehäuse und der Bildstabilisator im Objektiv, arbeiten zusammen. Und das bedeutet, dass ich da sehr, sehr ruhig aus der Hand zum Beispiel filmen kann. Fürs Fotografieren ist mir das nicht so wichtig, aber fürs Filmen. Das hätte ich natürlich dann auch gerne bei den Fremdherstellerobjektiven, weiß man aber nicht, ob das funktioniert, weil die adaptierten Objektive und egal welches Objektiv ihr adaptiert, egal ob es ein Tamron, ein Sigma oder ein Canon EF-Objektiv ist, die unterstützen nicht diesen Dualstabilisator. Da wird dann immer zwischen einem Stabilisator gewählt, meistens ist es der Bildstabilisator im Objektiv, weil der ein bisschen potenter ist, weil ihr da natürlich den Hebel habt und diesen Hebel ausgleicht, was die größere Bewegung ist. Nichtsdestotrotz habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe gedacht, okay, alles klar, nehmen wir mal an, Canon öffnet jetzt den Mount für Sigma und Sigma kann innerhalb über Nacht, die haben schon was in der Schublade, wie sie das machen und es funktioniert auch schon alles, sie dürfen es noch nicht produzieren. Also sie haben das entwickelt schon in der Schublade, nehmen wir an, also über Nacht würden die jetzt alle Objektive, die sie für Sony produzieren, würden sie auch für Canon produzieren können, fürs Canon RF, für die Canon R-Kamera, fürs RF-Mount. Was hätten wir denn dann? Wir hätten 34 Objektive für Vollformat. Es gibt nochmal viele für APS-C, aber mir geht es jetzt erstmal um Vollformat, weil ich in erster Linie Vollformat habe. 34 Objektive hätte ich Stand heute, 9.05.2023. Das ist richtig cool. 34 Objektive, die ich einfach nochmal neu dazu bekomme. In Festbrennweiten wären das zwischen 14 und 135 mm. Als 1,8er Variante eigentlich durchweg alle möglichen Brennweiten. Da sind auch ein paar 1,4er dabei, das ist dann mal eine Preisgeschichte, aber 1,8er bekomme ich als Festbrennweite durchgängig. Die haben teilweise Bildstabilisation, teilweise haben sie keine Bildstabilisation. Nur mal so dazu gesagt, meistens sind es die Teleobjektive, alles so über 70 mm hat noch ein Bildstabi drin, alles unter 70 mm ist stabilos. Wie zum Beispiel auch mein 50 mm, unter 70 mm hat nur Autofokus an, aus. Es gibt von Sigma gibt es drei Produktlinien, einmal die Art für sehr hochwertige, sehr scharfe, sehr offenblendige Objektive, dann gibt es Contemporary, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist so die, ich sag mal, Standardserie für den Normal-User, also für den, der die Kamera mit in Urlaub nimmt, der schöne Bilder machen möchte, der hochwertige Objektive haben möchte. Die sind meistens auch sehr kompakt gearbeitet. Und dann gibt es die Sportsline. Sportsline sind meistens Teleobjektive. Oder es sind Teleobjektive. So. Warum das Sportsline heißt und nicht Wildlife oder sowas, keine Ahnung. Sport hört sich halt besser an wahrscheinlich. Die Art-Objektive liegen so zwischen 800 und 1600 Euro. Die C-Objektive, Contemporary, liegen zwischen 500 und 1000 Euro. Und die Sports-Objektive, ja, kann man schlecht sagen, weil es eigentlich zwei Teleobjektive sind, das 60-600, wofür noch kein Preis irgendwie bekannt ist. Also ich habe zumindest jetzt bei zwei Geschäften keinen gefunden. Und das 150-600er, was so um die 1400 Euro liegt. Also ich würde mal sagen, so zwischen 1400 und 2200 Euro. Ja, 60-600 ist schon ein geiles Objektiv. Würde ich mir auch sofort kaufen, wenn es das für den Canon RF-Mount gibt. Oder wenn ich mir eine Sony kaufen würde, würde ich mir, glaube ich, dieses Objektiv sehr, sehr schnell kaufen, weil es ein richtig genialer Brennweitenbereich ist. Und das, obwohl ich kein Teleobjektiv-Fotograf bin. Was würde ich mir denn kaufen an Objektiven? Ich würde mir kaufen das, was ich eigentlich gewohnt bin von meiner Canon R und was ich so im Moment im Sortiment für die Canon R habe. Ich würde mir ein
Objektiv kaufen, wie das, was mich gerade filmt, das 24-105er, einfach um es dabei zu haben. Gibt es von Sigma auch, kostet um die 1200 Euro. Stimmt gar nicht, um die 1000 Euro, von Canon kostet es 1500 Euro. Ich glaube, es kostet sogar 950 Euro nur. Ja? Dann würde ich mir ein Weitwinkelobjektiv kaufen, ein Zoom-Objektiv mit einer 2,8er Blende. Ich habe von Tamron habe ich von 15mm bis 200mm abgestuft in drei Objektive, eine 2,8er Blende durchgängig an Objektiven. Das bedeutet, ich habe das 15-30, das ist das hier. Ich habe das 24-70, das ist das hier. Und ein Objektiv, was ich nicht dabei habe, weil ich nur gefilmt habe, das 70-200, auch 2,8 durchgängig. Das ist alles die G2-Variante und ich finde, die funktioniert super mit der Canon R und auch mit der Canon R5. Und die löst, obwohl sie preiswerte Objektive sind, also sie sind nicht billig, aber sie sind preiswerter als Canon-Objektive, sie sind preiswerter als, nee, nicht als Sigma-Objektive, das sind so ungefähr teurer, sind sogar einen Tick teurer. Sie sind aber preiswerter als, Canon-Objektive und dafür bilden sie super ab. Also ich bin sehr zufrieden mit den Objektiven, mit der Preis-Leistung optimal, unschlagbar fast. Diese Objektive hätte ich eigentlich ganz gerne auch von Sigma oder von Tamron für meine Canon R5. Bekomme ich die? Jein. Ich bekomme ein 14-24-2,8 Art Objektiv für 1400 Euro, ist okay. Und ein 24-70-2,8 Art für 1195 Euro. Ist auch super, ein super Preis. Allerdings beide ohne Bildstabilisator. Von Tamron habe ich beide mit Bildstabilisator. Und das war auch damals der Grund, warum ich gesagt habe, ich kaufe mir Tamron-Objektive, keine Sigma-Objektive. Ich hatte Sigma-Objektive, war von denen sehr begeistert und hatte ich eigentlich auch vor, nicht Tamron zu kaufen, sondern Sigma zu kaufen. Tamron hatte aber die Bildstabilisationsvariante, ein sehr, sehr hochgelobtes 15-30, wovon ich auch sehr begeistert bin, und ein sehr neues damals, top gelobtes 70-200, und von dem 70-200 bin ich nach wie vor hellauf begeistert. Das ist eigentlich so mein Lieblingsobjektiv, gerade auch was Porträts angeht. Das 70-200 bekomme ich von Sigma nicht für Sony. Ich bekomme es aber auch von Sony. Und auch für Sony gibt es das weitwinklige und das mittlere Zoom-Objektiv, also das weitwinklige, ne, 15-30 oder sowas, und das 24-70 gibt es nicht mit Bildstabilisator, weil Sony einfach sehr früh den Bildstabilisator im Gehäuse eingeführt hat und deswegen sehr auf diesen gehäuseinternen Bildstabilisator gesetzt hat und nicht auf die Optik. Finde ich nicht so gut. Ich hätte halt lieber Optik und Gehäuse bildstabilisiert. Ich gebe da lieber ein bisschen mehr Geld dann fürs Objektiv aus. Ja, lassen wir das. Das wäre so, was es von Sigma gibt. Was gibt es von Tamron? Von Tamron gibt es ein Vollformatobjektiv. Von Tamron gibt es 15 Vollformatobjektive. Zum Beispiel ein 20-40mm in 2,8. Sehr interessante Brennweite. Sehr interessante Offenblende. Die Brennweite hatte ich bei Panasonic, allerdings nicht mit dieser Offenblende. Und damit habe ich sehr gerne gefilmt. 20-40 ist eine super Brennweite zum Filmen. Zum Fotografieren sind die 20mm genial, weil sie sind definitiv weiter als 24mm. Das merkt man, das ist wirklich extrem. Aber die 40mm sind ein Ticken zu knapp. Da brauche ich so hier 50mm, wären gut. 55, das wäre eine super Brennweite für den leichten Telebereich. Also für die Normalbrennweite bis leichten Telebereich. Ist aber ein interessantes Objektiv. Als Festbrennweite habe ich zum Beispiel einen 20mm 2,8, einen 24mm 2,8 und einen 35er 2,8 zu Preisen von 300, 250, 250. Das ist wirklich Wahnsinn. Wer wirklich in diese Offenblende-Geschichte gehen möchte, 2,8, ich zähle 2,8 schon zur Offenblende, es ist so am obersten Rand. Alles, was drüber ist, finde ich, ist keine, also Offenblende ist natürlich die kleinste Blende, die ihr in einem Objektiv habt, aber das ist für mich, so richtige Offenblenden-Objektive sind für mich Objektive 2,8 und kleiner. Und das finde ich schon echt krass. Also diese Preise, da kriege ich für 800 Euro kriege ich drei Festbrennweiten. Da zahle ich bei Sigma, kriege ich eine für, bei Canon, ja, die da kriege ich dafür auch eine, sagen wir eine, okay. Ein 85er kriege ich dafür, 2,0. Ich bekomme ein schönes Universal-Teleobjektiv, 70-300,
für 550 Euro. 4,5 bis 6,3. 6,3, genau. Und ich bekomme drei Zoom-Objektive. 11 bis 20 mm 2,8, 17 bis 70 mm 2,8 und 70 bis 180 2,8. Ganz interessante Brennweitenbereiche, ganz wirklich interessant. Aber alle bis auf das 70-180 ohne Bildstabilisator. Also zum Filmen jetzt ein bisschen, ja, müssen wir auf den Gimbal halt packen, dass es für, zum Filmen geeignet ist. Aber dafür zu preisen, wo mir wirklich die Ohren schlackern. Also das 11 bis 20 mm 2,8 kostet 799 Euro. Das 17-70 2,8 kostet 700 Euro. Und das 70-180 kostet 1200 Euro. Was sind das Preise? Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man das jetzt mit Canon vergleicht, dann muss man so ein bisschen weinen. Wenn man das nicht mit Canon vergleicht, nehmen wir an, ich habe ja gesagt, ich möchte gerne diese drei Objektive haben von Canon. Weitwinklig 15-35 2,8 kostet 2750 Euro. 24-70 2,8 auch 2750 Euro. 70-200, eigentlich meine Lieblingsbrennweite, kostet 3200 Euro. Und mein 135-1,8, was ich sehr gerne von Sigma hätte, 1,8, kostet 2700 Euro. Wenn ich diese vier Objektive kaufe, bin ich bei roundabout 11.400 Euro mit schwankenden Preisen, also irgendwas zwischen 11.000 und 12.000 Euro. Allerdings alle Objektive mit Bildstabilisator, muss man dazu sagen. Und die Objektive arbeiten mit dem Bildstabilisator in der Kamera zusammen. Super zum Filmen, auch gut zum Fotografieren. Da ich meistens Menschen fotografiere, brauche ich eine kurze Verschlusszeit, brauche ich den Bildstabilisator nicht unbedingt. Zumindest was so die bis 70 mm angeht. Ab 70 mm verwackelt man dann gerne mal durch die lange Brennweite. Da ist ein Bildstabilisator sehr gut, aber den habe ich auch in den anderen Objektiven. Deswegen ist es kein Vergleich. Nehmen wir an, ich würde jetzt eine Wunschliste mir schreiben dürfen, was ich an Fremdherstellerobjektiven mir kaufen möchte. Da würde ich von Sigma 14-24, 24-70, 2,8 jeweils nehmen. Dann das 135er 1,8. Und dann würde ich mir mein 50er umbauen lassen. Ich habe es jetzt mal hier drauf geschrieben, im vollen Preis. Umbau kostet um die 300 Euro. Dann hätte ich gerne einen 35er 1,4 von Sigma, weil das sehr, sehr gut sein soll. Ich habe aber einen 35er, das könnte ich theoretisch also streichen. Und ich würde mir gerne für die Nachtfotografie, für den Sternenhimmel, für Milchstraßenfotografie, würde ich mir gerne 14 mm kaufen, 1,8. Kostet nochmal 1550 Euro. Könnte ich auch weglassen. Also wenn ich ja wirklich auf den Preis gucken müsste, die letzten drei Objektive könnte ich quasi weglassen. Das wären über 2000, fast 3000 Euro gespart. Das sind 3000 Euro. Hätte ich 3000 Euro gespart, würde ich insgesamt nur zahlen 4200 Euro für drei Objektive, die mich quasi, die diese Objektive mehr oder weniger obsolet machen. 70-200 würde mir fehlen, müsste ich gucken, ob ich mir das vielleicht von Canon kaufe. Wenn ich mir jetzt von Tamron Objektive kaufe, würde ich mir natürlich diese 11 bis 180 mm in drei Objektiven kaufen. Das würde insgesamt 2700 Euro kosten, was ich einen richtig, richtig guten Preis finde. Und ich würde mir nach wie vor das Sigma 135 1,8 als Porträtobjektiv kaufen. Wäre ich so summa summarum um die 4000 Euro, würde das Ganze um die 4000 Euro kosten. Damit habe ich aber einen Brennweitenbereich abgedeckt, den ich hier mit Canon auch abdecke. Allerdings habe ich bei Canon 12.000 Euro, 11.000 bis 12.000 Euro. Und jetzt ist wirklich die Frage, geht in euch und überlegt euch, braucht ihr, andere Objektive können wir nicht erwarten. Wir können nicht die 15-30 von Tamron und das 24-70 von Tamron und das 70-200 von Tamron für den RF-Mount erwarten. Weil die Hersteller produzieren meines Erachtens für diese Kameras, für die Kameras keine extra Objektive. Also es gibt jetzt keine extra Canon-Objektive von Sigma für Canon. Ja, die nehmen die Objektive, die sie haben, bauen die um, optimieren die und verkaufen sie wieder. Und da ist so ein bisschen die Frage, lohnt es sich jetzt für mich darauf zu warten, dass irgendwann mal der RF-Mount aufgemacht wird? Bei ein, zwei Objektiven sage ich ja, bei den anderen sage ich nein, da lohnt es sich für mich eher zu adaptieren.
Oder vielleicht dann sogar irgendwann in ein, zwei Jahren auf die RF-L-Objektive zu wechseln, weil ich einmal diese 15 bis 200 mm gerne hätte in 2,8. Dann, weil die RF-Objektive wahrscheinlich im Autofokus ein Ticken besser sind, weil die Stabilisation übernommen wird, also, ne, also unterstützt wird. Und weil sie einfach vermutlich ein Ticken besser mit Canon zusammenarbeiten. Und das stimmt mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Weil wenn ich jetzt hingehe, und da habe ich mich auch mit dem Kollegen unterhalten, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, wenn ich für Sony mir von Sony Objektive kaufe, zahle ich für ein Weitwinkelobjektiv. Nee, ich glaube, das Weitwinkelobjektiv, da müsste ich passen. Das ist nämlich relativ teuer von Sony. Das kostet auch um die 2000 Euro. Also so ein Weitwinkelzoom, 15-25 oder irgendwas, was das hat, oder 15-24, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, 14-30, keine Ahnung. Also so ein Weitwinkelzoom von Sony ist relativ teuer. Das 24-70 G Master kostet 1500 Euro, roundabout. Und das 70-200 G Master in der Variante 1 kostet auch nochmal so 1700 Euro. Viel, viel billiger als Canon und für Sony optimiert. Also es bedeutet auch Autofokus schnell und. Und da muss man sich wirklich mal so ein bisschen überlegen, ob es nicht Sinn macht, sein Objektiv, seine Kameras zu verkaufen und ein anderes System zu kaufen, wo man die Objektive bekommt, die man braucht, die man gewohnt ist, zu einem Preis, den man bereit ist zu zahlen. Und ich sage ehrlich gesagt, dass Canon wirklich so nicht weitermachen kann mit den sehr, sehr hohen Preisen für die Canon-Objektive. Die sind gut. Ja, ich will nicht sagen, dass Canon RF-Objektive schlecht sind. Und dieses Preiswerte hier, das hat ja normalerweise keinen roten Ring, das ist kein L-Objektiv, das ist auch sehr gut, meines Erachtens. Es ist nicht optimal, es hat ein paar Fehler, klar, aber es kostet auch nur 500 Euro. Mein 2405er hat auch hier und da einen kleinen Fehler, aber es ist sehr, sehr gut. Es ist eines der besten Universalobjektive, die ich habe. Aber mein Sigma 50mm Art Objektiv ist halt auch sehr gut. Der Autofokus ist ein bisschen langsam, ja, aber im Vergleich zu den RF-Objektiven. Aber damit kann ich leben, wirklich. Selbst für Videos kann ich mit dem Autofokus leben. Bei Tamron ist der Autofokus auch vielleicht ein Ticken langsamer als von den Canon L-Objektiven oder bei den Canon RF-Objektiven, wobei der Autofokus hier mit dem STM-Motor auch, ich kann es aber anmachen, jetzt ist er scharf, also er ist auch nicht unbedingt der schnellste. Und da frage ich mich so ein bisschen, gut, ist auch die Canon R, ist nicht die R5. R5 ist vielleicht ein Ticken schneller, aber der Motor bremst ja quasi die Geschwindigkeit. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, haben wir es nicht verdient, Fremdherstellerobjektive zu bekommen, die sehr gut funktionieren mit der Canon R? Oder müssen wir wirklich, weil wir uns die doch sehr hochwertige, teure Canon R und Canon R5 gekauft haben, müssen wir jetzt auch in den sauren Apfel beißen und uns 12.000 Euro zusammensparen, um uns Canon RFL-Objektive zu kaufen, die wir oder zumindest die ich brauche. Ja, wird noch die ein oder andere schlaflose Nacht für mich hervorrufen und ich werde mir da noch so ein paar Gedanken zu machen. So viel vorneweg, ich bin mit der Canon R bin ich sehr zufrieden und auch mit der R5 bin ich sehr zufrieden. Also es soll jetzt kein Canon Hate werden. Ich mag Canon sehr gerne, ich arbeite sehr gerne mit Canon und ich finde, Canon hat viele Vorteile, aber halt auch die Nachteile und ich finde, die muss man gerade auch für Leute, wie ihr es vielleicht seid, die sich da ein bisschen informieren wollen, die wissen wollen, in welche Systeme sie einsteigen, dass sie das einfach von vornherein wissen. Und ich hoffe, ich konnte mit diesem Video und mit meinen anderen Videos zum Thema, ich habe euch da mal ein paar verlinkt, weiterhelfen und wenn ich euch weiterhelfen konnte und ihr den Kanal mögt, abonniert ihn doch bitte, würde ich mich freuen. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und macht den Daumen nach oben. Hilft mir im YouTube-Algorithmus sehr, 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 sehr viel und sorgt dafür, dass ich weiterhin solche Videos machen kann und mir vielleicht irgendwann mal ein RF-Objektiv kaufen kann. Nein, Quatsch. So viel wird da nicht reinkommen.
ja, schauen wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Es bleibt spannend, definitiv. Und auch wenn Ken vielleicht irgendwann mal das System aufmacht, es bleibt spannend. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Christian.